Hallo, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Und zwar werde ich den Autopflegeshop schließen. Ich habe meinen Busführerschein gemacht. Wir machen jetzt ein Reisebusunternehmen auf. Wie nennen wir das denn? Mortis Reisegruppe mit Blumen. Ja, aber was machst du denn? Bist du der zweite Fahrer? Wir müssen zu zweit fahren. Jo, wir fahren nach Afrika wie lange braucht man, wenn wir durchfahren? So, nach Gibraltar, 12 Stunden. 12 Stunden? Wir machen Expressreisetour. Also wenn du bei uns mitfährst, fahren wir die ganze Nacht durch. Da gibt es so einen Nachtzug, wir sind Nachtbus nach Lissabon. Schön. Der sieht aus wie Flixbus. Ja, gut, aber Flixbus verdient man kein Geld, ne? Ich könnte auch gar nicht Bus fahren, glaube ich. Aber egal. Wir haben heute ein Aufbereitungsprojekt. Wie gesagt, den Bus ist natürlich ein bisschen Fläche. Wollten wir euch mal zeigen, was wir so machen können. Ursprünglich sollten beim Bus nur die Aufklebereste, ich weiß nicht, ob du das auf die Kamera kriegst, waren also vom ehemaligen Reisedienst sozusagen die Aufkleber drauf. Die haben sich natürlich eingebrannt über die Jahre. Und die sollten entfernt werden. Und jetzt haben wir uns kurzerhand entschlossen, das Auto oder den Bus ganz zu polieren. Da wollten wir mal so ein bisschen das zeigen. Weil es ist ja, die meisten Aufbereiter, die fragen ja dann immer, Mensch, wie kriege ich die Porsche, wie kriege ich die teuren Fahrzeuge und so weiter. Und ich sage eigentlich zu den Kunden immer ganz oft, dass das nicht unbedingt immer die Aufträge sind, die man vielleicht haben will. Also ja, es sind vielleicht Prestigeaufträge, aber es ist oftmals so, dass man ein hohes Risiko bei den Fahrzeugen hat. Das heißt, wenn irgendwas passiert, durchpolieren oder, sind die Schäden sehr hoch, man braucht eine teure Versicherung, oft muss es bis ins Detail sein, dann braucht man oft mehr Stunden quasi, um das Detail rauszumachen. Der Kunde zahlt es aber im Vergleich nicht. Und es gibt eben ganz, ganz viele Sparten, wo man aus meiner Sicht viel, viel leichter Geld verdienen kann bei Aufbereitungen. Und zum Beispiel gehören Busse, könnte ich mir vorstellen, da dazu, weil die müssen eigentlich immer abpoliert werden, wenn irgendwie lange Werbung drauf ist. Oder wir machen teilweise auch LKWs, wobei man die ehrlich gesagt nur innen sauber machen. Oder so ein Feld, was zum Beispiel richtig gut funktioniert, sind Boote. Also wir haben ein paar Aufbereiter als Kunden, die Boote aufbereiten und die werden jedes Jahr im Winter aufbereitet. Das heißt, es ist ein Nebensaisongeschäft für die meisten Aufbereiter. Und da ist oftmals deutlich mehr Geld zu holen als im klassischen Auto. Wir brauchen, glaube ich, mal einen Stopper. Kiste! Wäre jetzt in meiner Hand oder ich? Genau! Und wir haben schon angefangen und haben natürlich einen super 50-50 gemacht, wenn du das mal zeigen möchtest. Natürlich muss das nicht in Perfektion poliert werden, sondern es geht hier vor allem darum, mal wieder ein bisschen Frische reinzubekommen. Das wollten wir euch nur mal zeigen. Wir werden bei dem ganzen Teil vielleicht noch den Innenraum mitmachen. Das kommt drauf an. Also alle Sitze mal mit dem Putzi absaugen, desinfizieren vom Innenraum bzw. Geruchentfernung. Und wenn das so ist, dann machen wir das auf jeden Fall auch mit. Das seht ihr dann wahrscheinlich in einem separaten Video. Was ist hier besonders? Also wenn ihr nicht zu den Glücklichen gehört, bei dem ein Reisebus in die Aufbereitungshalle reinpasst, dann müsst ihr das Ganze draußen machen. Das ist bei Boden oftmals auch der Fall. Das kommt darauf an, je nachdem wie groß die Halle ist. Da muss man natürlich darauf achten, keine direkte Sonneneinstrahlung. Im besten Fall, weil sich das Ganze sonst extrem aufwärmt, natürlich kein Regen, ne, ist auch klar. Und da wird es halt so ein bisschen schwierig. Also ihr müsst halt echt gucken, dass das Wetter mitspielt oder eine dementsprechende Halle habt, um eben ja, die Arbeiten eben durchzuführen. Aber das ist eigentlich für die meisten bekannt. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu beachten. Bei den Aufklebern muss man ein bisschen aufpassen, die dranbleiben sollen, dass man da ein bisschen Smoother drüber poliert. Und sonst, ja, Vorarbeiten. Ich habe sehr, sehr stark vorgereinigt. Das heißt, mindestens mit 4 Stufen Chemie. Trotz alledem ging nicht alles weg. Einfach Teerentfernung, Allzweck, also Vorreiniger B von Kochchemie, Teerwäsche von Kochchemie, dann nochmal mit 2 anderen Allzweckreinigern, die sehr sauer bzw. sehr alkalisch sind. Es ging trotzdem nicht alles weg. Mit dem Knethandschuh von Nanoskin den Lack geknetet, dass so ein bisschen die Sachen weggehen, aber auch da, also das Pad ist relativ dreckig, das kann ich auch direkt danach wegschmeißen, weil einfach der Dreck, ich glaube, der Bus hat 380 oder 390.000 Kilometer drauf und wurde halt garantiert nie geknetet und nie poliert. Ne? Und den Schmutz wird man halt nicht so wegkriegen. Genau, und ich würde sagen, jetzt zeigen wir noch ein paar Poliershots und dann werden wir uns vielleicht in den Innenraum machen, wenn das der Kunde will. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Ne? Wie viel Sitze hat das Ding? Ich glaube 80 oder sowas. Also wenn 20 Leute in den Kommentaren schreiben, dass sie mit uns verreisen wollen, macht der Alex LKW-Führerschein. Oder? Na, ich muss doch filmen. Ach scheiße, stimmt. Ach, boah, aber mit so einem Ding fahren habe ich eigentlich keinen Bock. Komm, fahr mal eine Runde. Ja, okay, alles klar. Also, ja, das zu dem Thema dann. Wie man sieht,
sieht man hier schon, wie dreckig das ist. Das ist halt immer von diesen ganzen Kanten, die es hier in der Karosserie gibt. Da sammelt sich natürlich überall der Dreck. Und da werden natürlich die Pads dann schwarz, auch hier unten rein. Wie gesagt, fürs Auto oder für ein großes Detailing würde ich die Pads dann nicht mehr unbedingt verwenden, zumal das natürlich 150, 180er Pads sind. Das heißt, wir verwenden die LR21 Mark III, also das heißt die größte Maschine mit dem größten Teller, damit wir halt so viel Fläche wie möglich machen. Und ja, die funktioniert natürlich nur, wenn man Platz hat. Platz haben wir auf der Fläche, deswegen hauen wir das jetzt mit durch und der Alex hilft mir, wie gesagt, einfach gerade polieren. Und genau, was für eine Kombination nehmen wir? Blaues Rupes Wolle Pad, also das stärkste, was es gibt, plus die blaue Rupes Politur, also auch die ganz starke Compound. Die fahre ich ein auf Stufe 2 bis 3, dass wir Cut haben, und fahre die auf Stufe 6 aus, dann hast du auf dem Lack zumindest dann auch echt ein ganz gutes Finish. Und ja, aber auch die Kratzer alle zu entfernen, wäre jetzt auch zu viel verlangt für das Projekt, weil wenn der 380 oder 390.000 Kilometer drauf hat, der kommt garantiert jede Woche in die Waschanlage, dementsprechend sieht auch der Lack aus und es ist so ein bisschen, ja, Perlen vor die Säue. Ja, also ich sag mal, Zustand eher so Auto wie von dir, Alex. Ja, der Lack. Hey, aber ja, da glänzt er doch wieder schön. Das ist doch schön, ja, wenn das Orange kommt schön wieder ein bisschen raus. Genau. Also, in dem Sinne, Alex, bis später. Ciao. Ciao.